Hey ho und let's go mit einem Nachtlevel. Das ist ja mal schön. Ich liebe die Beleuchtung in Nachtlevels. Mal sehen, was sie hier damit so angefangen haben. Okay, hier am Anfang ist nichts, sehr schön. Ja, einige Spiele haben mich dazu gebracht, immer den Anfang zu kontrollieren und erst zurückzuschauen. Wäre nicht das erste Mal, dass da was versteckt ist. Interessant auch, dass die Musik gleich abgeht. Und irgendwie aber auch... Ja. Also wenn ich jetzt unterwegs bin zu dieser Bar und da abgehe, feiern, dann passt es als Vorstimmung. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss was anderes hier erwarten. Kann es sein, dass der Piranha auch ein bisschen höher springt als die anderen? Mich interessiert vor allem gerade, die anderen Fischfreunde helfen ja dem Goldfisch immer weiter zu springen, damit er weiter das Signal senden kann. Aber wie hilft der Piranha einem? Oder sehen wir das überhaupt? Oder fällt das in der Sequenz weg, weil er der letzte ist, den wir haben? Warum ist hier vor allem eine Straßenbeleuchtung? Irgendwo im Nirgendwo, hier ist ja gar nichts. Und vor allem der Mond ist viel heller. Okay, ich sehe da was. Soll ich die Plastikflasche nutzen irgendwie? Das ist das Auffälligste. Habe ich irgendwas übersehen gerade? Ich gucke mir so gut nach Secrets um, aber sehe nicht den normalen Weg. Also die Wand kann ich wahrscheinlich nicht einreißen, es ist hier mir nichts. Danke. Was übersehe ich? Vielleicht doch mit der Laterne? Das Auffälligste? Oder irgendwo ein Stein, irgendetwas? Ah, doch, ich sehe was. Da. Achso. Na gut, dann machen wir es mit Einzel. Ich dachte, jetzt stürzt das cool ein. Und hopp. Der arme Biber, der das gebaut hat. Und dessen Damm ich jetzt einfach kaputt mache. Ich meine, er hat jetzt nicht wirklich gut das Wasser abgehalten. Es gibt bessere Dämme, aber... Naja. Vielleicht war es ja noch nicht fertig. Sehr schön. Aber dann wundert mich die Plastikflasche da. Weil die ist so auffällig, gell? Guck mal, wie hell die ist und das ist das einzige Müll hier. Ich kann mir die nicht zufällig holen, oder? Naja. Ja, und ich schaffe es dann dran. Na gut, dann gehen wir weiter. Räumen wir halt nicht den Plastikmüll weg. Ab geht's. Ist das der erste Tunnel eigentlich, der auf natürliche Weise gebaut ist? Wobei, sehr natürlich sieht es eigentlich nicht aus. Sieht schon ein bisschen gebaut aus. Da hat wohl jemand ein bisschen Spaß gehabt, im Real Life Minecraft zu spielen. Sehr schön. Und schon können wir uns weiter durch die Nacht schlängeln. Kann ich hier dran ziehen und dann kommen Überraschungen? Na dann nicht. Aber ich kann Tarzan spielen. Musste man hier nicht, aber ich fand's witzig, das sah so einladend aus. Hier muss ich es aber machen. Yes. Und hopp. Das macht Spaß. Und auch mit dir. Ich darf natürlich nicht zu lange an der Luft bleiben, aber das macht Spaß.
Ah, da geht's nicht lang, okay. Okay, ich denke, hier braucht man es wirklich oder auch nicht. Da wollte ich es genau hier treffen, wo man es machen soll und dann, naja. So. Die Frage ist, soll ich von unten kaputt machen oder kann man es auch von oben? Ah, ne, ich komme nicht so hoch. Okay. Dann kann ich es nur hier kaputt machen. Und das reicht wohl. Da will ich keiner durch. Ich sag ja, der Biber hier hatte ein bisschen mehr Spaß gehabt. Ich meine, das Wasser ist wieder nicht komplett stehen geblieben, aber... Hm. Die ganze Arbeit, die er sich gemacht hat. Ein Vogel. Ich sehe einen Vogel. Die Frage ist, ist er mich zum Entdecken oder soll ich ihn wieder in den Hintern beißen? Das ist wieder so schön. Ja, endlich kann ich euch antun. Ich weiß null, wo ich abspringen soll. Hier ist überall Wasser. Okay. Da war so viel Wasser. Also so viel verschiedene Wege. Welchen hätte ich denn nehmen sollen? Ups. Ups. Ach komm schon. Lass mich deine Hintern anknabbern. Nehme ich zu wenig Anlauf? Also, jetzt ist die Frage, wo abspringen? Hier, dort, da? Ich habe keinen Schimmer. Ich würde hier abspringen. Bestimmt ist hier irgendwo ein Brotstück versteckt. Aber ich habe keinen Schimmer, wo. So, da schaffe ich es rüber. Komm. Ich sagte, komm schon. Danke. Also die Musik ändert sich anscheinend nicht. Irgendwie seltsam für die Passage. Und das mit der Beleuchtung kann ich auch erstmal vergessen, weil wir doch tiefer in der Natur bleiben. Aber ich meine, das Mondlicht, das Reflektieren, das sieht auch gut aus. So, soll ich mich auch an euch knabbern? Strömung nicht erwischen lassen. Toll. Toll. Ich will schon den anknabbern. Ich will keinen Hintern verpassen. So. Überall ist dasselbe Spielchen anscheinend. Hier muss ich abspringen, gell? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Liane erwischen muss, um den Vogel zu erwischen, oder... ja. Direkt an den Vogel kann. So. Toll. Einen Vogel zu erwischen war schwierig. Ich probiere es hier nochmal. Ich habe da noch einen Vogel gesehen. Wieder verfehlt. Ich will jetzt einen der Vögel da erwischen. Ich will wissen, was passiert. Das lasse ich mir nett nehmen.
Und wenn sie mich einfach nur rumfliegen, weißt du? Ich nehme halt den Weg. Mal sehen, ob der vielleicht einfacher ist. Wo geht's da lang? Ich denke, das war die Abzweigung von da drüben. Also selbe Spielchen ist hier. Liane und Vogel. Oh. Ist da noch ein Vogel? Mit einem will ich schaffen. Ja, da ist noch ein Vogel. Na komm schon. Nicht mal ansatzweise. Ich will doch nur wissen, was passiert. Ich glaube, das andere fand ich aber leichter. Übrigens, ich glaube, ein Sturm kommt auf. Es regnet ja schon und ab und zu höre ich im Hintergrund einen Donner. So. Vielleicht sollte ich nicht die... Ja, doch, ich muss die Liane nutzen. Ohne die schaffe ich es nicht. Oh. Ja, ich muss mal zurück. Ich darf ja auch nicht so lange in der Luft bleiben. Och, komm schon. Au. Ich probiere es nochmal mit dem. Ich will ja, wie gesagt, nur einen schaffen. Vielleicht sind die auch nur Dekorationen, um mich zu ärgern. Dass man sie quasi nicht erwischen kann. Kann ein bisschen zu hoch gewesen sein, aber ich glaube, die Hitbox ist doch... ja, großzügig bei dem. Dem kann ich bestimmt in den Hintern beißen. Ich denke, das ist der Weg auch weiter. Sonst gibt es zumindest nichts. Na dann? Meine Fresslust wird durch dich befriedigt. Heute gibt's lecker Vogel. Oder auch nicht. Bisschen mehr Anlauf. Junge. Ja, die Piranha-Steuerung ist auch nicht ganz einfach. Beziehungsweise Steuerung schon, nur, ja. Ihr seht ja. Okay, mache ich nur den hier vielleicht. Na also. Geht doch, wo bringst du mich hin? Ah! Okay. Okay, so weit kann ich nicht. Aber hier gibt es auch wieder tausend Wege. Ja, hier steigt man aus. Ich sag euch, hier irgendwo ist bestimmt irgendwo ein Brotstück. Ich kann manuell vielleicht noch den Weg prüfen, aber das war's auch schon. Das war's hier. Weiter geht das Wasser nicht. Na gut, hier kann ich leider nichts überfluten. Ich meine, wenn es echte Dämme geben würde, also tatsächlich mal einer, der funktioniert von dem Biber, den könnte ich dann einreißen und mehr Wasser erzeugen. An anderen Stellen, aber das war's auch schon. Oh, den habe ich geschnappt. Aber wo bringst du mich hin? Hallo? Nein! Nein! Wasser, 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 Wasser! Okay. Habt ihr noch einen Überblick, wo ich bin? Ich nicht. Dann kann vielleicht doch jeder Vogel einen wegbringen. Ich weiß noch nicht, komme ich vor, zurück oder optionale Passagen?
verstehe diese Map noch nicht. So, wieder Diane-Action. Das ist doch schön. Da gibt es keine 100 Entscheidungen. Warum drunter, wenn man es rübergehen kann? So. Hier scheint es auch nicht viel zu geben. Alles zu lockere Passagen auch, gell? Es ist ja auch nicht schwierig, hier durchzukommen. Na dann. Gut, das ist wahrscheinlich nur für mich der Durchgang. Wasser fließt ja eh durch. Und hopp. Und weil es so witzig ist, nochmal. Sehr schön. Und weiter geht's wieder durch gebaute Rohre. Und Müll. Mein größter Feind. Alter. Bisher ohne Strömung, das ist der Vorteil. Das heißt, alles bleibt still. Oh, oh. Wenn das wieder funktioniert wie in den Häusern, kann ich hier ordentlich Chaos verbreiten. Und wieder einiges zum Überschwemmen bringen. Ich muss nur noch schauen, wie. Okay, hier ist nichts Besonderes. Ich meine, ja, da oben geht's weiter jetzt. Das Rad muss sich wahrscheinlich drehen. Und da gibt es auch wieder was. Da komme ich her. Kann ich das Holz nehmen? Nee, okay. Na doch. Okay. Die Frage ist, bringt mir das was? Bringt mir das irgendetwas? Wann darf ich ein Stück Holz jetzt treiben? Ich bin mir noch nicht sicher. Geht hier Wasser weg? Muss ich das vielleicht zumachen? Das könnte es sein. Ich probiere es mal. Ups. Da war noch ein zweites, genau. Also es bleibt schon so kleben. Ich denke, ich bin schon auf der richtigen Idee. Ja, lass mich bitte raus, danke. Das hat noch nichts bewirkt, gell? Gibt's noch mehr Holz? Na, hier noch ein Stück. Ja. Sehr schön, das Wasser steigt. Okay, coole Idee. Coole Idee. Na dann. Bin ich im Wasser noch? Zählt das noch? Ich glaube schon. Also ich erstick zumindest nicht, aber Bewegung ist so lala. Der Checkpoint aktiviert sich aber nicht. Ich denke, da fehlt noch ein Holzstück. Habe ich mich schon zu früh gefreut. Ich schaue nochmal nach. Ja, da ist noch ein Holzstück. Dann einmal rüber. Das ist ja fies, dass man so ganz knapp noch durch kann und man denkt, jetzt klappt's. Yes.
So. Damit kann ich schon eher was anfangen. So, und jetzt Wasser am Arsch. Ist nicht so einfach. Immer noch? Ja, jetzt. Okay. Gut, da komme ich nicht hin. Aber wegen dem ganzen Blut habe ich, denke ich, auch gar nicht vor, dahin zu gehen. Oh nein, ich ersticke, ich ertrinke. Ah, ich bin ja ein Fisch. Okay. Sollen Sie mal hier durch, aufpassen auf den Müll. Der schwimmt ja hier immer noch rum. Muss ich noch irgendwas beachten? Oh, okay, hier komme ich auch hin. Ha, hier gibt es noch mehr Räder, okay. Ich dachte, da drüben geht's schon weiter. Na dann, mehr Wasser kann ja nicht schaden. Nur zu wenig Wasser. Es ist aber gar nicht so leicht, das zu steuern. So, naja, zumindest ein Teil. Noch weiter sehr gut. Das Wasser ist offen. Ich freue mich schon hier, mich überall umzusehen. Das dadurch, dass ich das so überflute, gibt schon einige Wege. So, aber erstmal mehr fluten. Ganz schön ruhig hier ohne Musik, ja? Achso. Das ist komplett unser Wasser diesmal. Das macht es natürlich einfach. Das macht es natürlich einfach. Wie hoch soll ich denn noch? Echt jetzt? Okay. Jetzt beunruhigt mir mich etwas. Wie viel flute ich denn hier? Oh, ein Stück Blut. Okay, da kann ich aber noch nicht hin. Das heißt, irgendwo fehlt mir noch was. Aber Alter, wie viel ich hier mal flute. Ich sag dir, die sind so intelligent, die könnten hier die ganzen Weltmeere beherrschen. Und die ganze Welt noch überfluten. Dazu haben sie die auch noch, aber nein, wollen einfach nur Spaß haben im Ozean. Oder ist es nur Tarnung? So, hier dachte ich, eigentlich geht's weiter. Aber es ist nur ein weiterer Salat. Das sollte aber dann reichen, dass ich es dann da drüben hinschaffe. Schön aufpassen auf den Müll. Den Müll kann man ja loswerden, wenn man an dem Boden noch ein bisschen rumeiert. Dann fällt das oft ab, aber ja. Wenn das Wasser so hoch ist, komme ich halt nicht so schnell auf den Boden. So, genau. Jetzt schaffe ich es hier hin. Oh, doch nicht. Okay. Okay. Habe ich doch was übersehen? Wenn ja, bin ich nicht sicher, was. Das ist offen. Hier ist nichts mehr. Da ist nichts.
Gibt es hier irgendwo ein Rohr, wo ich rein soll? Ich bin mir gerade etwas unsicher, wo es weitergeht. Ich sehe auch nichts mehr. Selbst wenn da noch ein Rad wäre, ich wüsste nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist auch schon offen. Das war ja das allererste. Das ist offen. Hä? Wie geht's denn hier weiter, Jungs und Mädels? Das hier ist offen. Gibt's hier in der Mitte noch eins? Nein. Das hier ist auch offen. Ich hänge, denke ich, ein bisschen fest. Das hier ist offen. Das hier ist offen. Ja, und das war's. Mehr gibt's doch nicht. Und hier ist ja auch nichts. Hä? Was für ein Fischkopf hat sich das ausgedacht? Da muss ich hiermit was machen. Na, warte, vielleicht doch, ja. Ups. Kann ich das nicht greifen? Von der Seite vielleicht? Kann ich das da aktivieren? Nö. Ne, Moment, von da komme ich her, kann das sein? Oh, aufpassen. Komme ich da nicht her? Naja. Ich sag's mal ganz offiziell, ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Die Wand sieht ein bisschen brüchig aus, aber bis das Wasser die auflöst, dauert es wohl eine Weile. Ich sehe weder einen Durchgang noch ein weiteres Rohr, das ich fluten kann. Und selbst wenn ich ein bisschen höher kommen würde, da ist ja nichts. Weißt du? Da ist ja gar nichts. Rein gar nichts. Ich glaube, ich muss nachsehen, bis es überhaupt regulär weitergeht. Die Türen kann ich nicht öffnen. Also ganz ehrlich, bin ich blind? Also ist es so offensichtlich, oder? Hier durchtricksen kann ich mich nicht. Selbst wenn, ist das nicht die offizielle Lösung. Damit kann ich auch nichts anfangen. Und keines der Rohre führt irgendwie raus. Alle sind zu. Kann ich die Räder nochmal zurückdrehen? Oder noch mehr aufdrehen? Ne, bewegt sich nicht mehr.
Ich stehe gerade auf dem Schlauch, beziehungsweise sitze auf meinem Fuß und mein Fuß schläft ein. Aber jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Ich bin ein Fisch. Ich bin ein Fisch. Ich meine, hier war ein Brotstück. Das könnte aber auch nur ein Secret gewesen sein. Und hier hat nichts mit irgendwas was zu tun. Da hoch bringt es mir gar nichts zu gehen. Ich würde sagen, ich schaue mich noch ein bisschen um. Aber wenn ich nichts finde, muss ich nachschauen. Wenn es natürlich ein Bug ist, sich hätte irgendwas hätte tun sollen und dies hat sich nicht getan, dann bin ich natürlich stinkig. Aber aktuell sehe ich keinen Hinweis, dass überhaupt irgendetwas sein sollte. Na gut, ich suche weiter. Ich melde mich, sobald ich irgendwas gefunden habe. Bis gleich. Geschafft! So viel zu... Zu viel Wasser kann nicht schaden. Auf die Idee kam ich halt nicht. Und vor allem... Jedes Ding scheint auch eine andere Höhe zu haben. Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Immer in denselben Bereich zu sehen und nicht weiterzukommen. Das ist frustrierend in den Games. Da komme ich echt nicht sofort drauf. So, ihr wollt wieder witzig sein, sehe ich. Und ich sehe eh schon kommen, dass wir das Level nochmal machen müssen, weil ich nicht alle Brotstücke finde. Ist das witzig. So, ich nehme an, hier bin ich auch gleichzeitig von den Autos sicher, gell? Ich glaube, die können mich nicht anfahren. Ach du Scheibe. Aber da habe ich übrigens meine nächtliche Beleuchtung, die ich die ganze Zeit wollte. Aber mal wieder verdammt laut ist es hier. Oh Gott. Okay, jetzt ist gut.
Oh, knapp. Alter, was ihr euch ausdenkt. Okay. Ja, das Timing, ich muss halt runter, um Anlauf zu holen, aber gleichzeitig natürlich dem ganzen Quatsch hier ausweichen. Nein, 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 nein! Ich sterbe zwar nicht anscheinend, aber ja, toll. Die hauen mich hier weg. Okay, und den Rest kann ich durch das Rohr? Ich denke schon, oder? Das ist kein Strömungsrohr. Ach, Labyrinth spielen wir jetzt. Hm. Oh, Scheibe. Und auch noch sowas machen wir. So, hier kann ich zumindest mal hochpieken. Ein Brotstück. Das hole ich mir. So. Wie auch immer hier jemand ein Stück Brot vergisst. Aber okay. Und schnell, 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 schnell. Oh. So, jetzt würde ich gerne dahin. Den Checkpoint aktivieren. Der ist ja hier. Aber hier ist auch gleichzeitig zu. Ah, jetzt wurde er aktiviert, okay. War er erst hier, echt? Okay. Oh. Das war ein schlechtes Timing. Oh, das war noch schlechter. Komm schon, komm schon. Ja. Das ist halt echt fies mit diesem blind rumspringen. Ja, ich glaube nicht, dass ich es nochmal schaffe. Gut, Checkpoint haben wir aber so oder so. So, dem Auto kann ich ausweichen. Jetzt muss ich aber noch mal in die Pfütze kommen. Sonst war's das. Sehr gut. Okay, es gibt nur den einen Weg. Okay, ich denke, hier fahren keine Autos. Aber der Sprung war halt weiter und ich habe auch noch so einen billigen Sprung gemacht. Ist Urlaubssaison so oder warum fahren hier so viele hin? Wollen bestimmt einfach nur irgendwelche Aquarien anschauen. SeaWorld oder so ein Quatsch. So. Geschafft, gell? Ich kann mich zurückziehen. Wir haben es bald geschafft. Die stürmische Atmosphäre, die finde ich übrigens auch sehr schön. So, etwas mehr Pfütze, sehr schön. Das gefällt mir doch. Und das gleiche Spielchen nochmal auf der Seite. Alter, wie viel Müll wieder hier rumliegt. Okay, sehen tue ich nichts. Oh nein. Von dieser Tankstelle haben wir was gehört. Da haben ganz am Anfang jemand drüber gesprochen. Dass sie einfach so in die Luft geflogen ist. Wobei ich glaube, dass... Die ist schon in die Luft geflogen, also wir sind nicht daran schuld. Aber ich könnte mir gut vorstellen, das ist wieder eine Anspielung auf Iron Bread. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Stück Brot bestimmt eine Tankstelle in die Luft gejagt hat. Ja, ich will schon das Holz entfernen. Einfach der Ästhetik halber. So, wo geht's hier lang? Ah ja. Da ist aber noch Boden, gell? Ja, toll. Okay. Kapisch, kapisch, kapisch.
Also gerade als aus das Ziel, links oder rechts. Ich muss wahrscheinlich beide Wege abchecken. Okay, hier geht es nicht besonders weit. Ich check noch mal kurz die andere Seite. Aber dann muss ich mich für einen Weg entscheiden. Oder ist es doch komplizierter, als ich denke? Oh, hier kann ich nicht durch den Boden schauen, doch. Okay. Ah, ein Stück Brot. Sehr schön. Genau auf sowas habe ich gehofft. Okay, an der Oberfläche treibe ich mich aber nicht weiter rum. Und da ich es vor dem Checkpoint gemacht habe, heißt das, ich kann es mir auch abspeichern lassen. Hihi. So, da bin ich da. Und hier kann ich nicht durch, gell? Nee. Okay, dann ist das echt nur optional hier. Dann gehen wir einfach mal rüber. Und hier sollte es jetzt weitergehen. Ja doch, jetzt komme ich ja zum Checkpoint, ja. Ja. Yippie. Lustigerweise ist er wirklich nur hierfür gedacht. Der Weg. Man hätte auch den Checkpoint überspringen können. Wenn man lebensmüde ist. Ah! Okay. Ich habe noch gar nicht schauen können. Okay, ja, das wird knifflig. Das wird knifflig. Ach komm, die Regentropfen halten mich doch am Leben bestimmt. Ist doch genug Wasser. Hab ich mich erschreckt. Und natürlich hat sie wieder unseren Crack erwischt. Echt jeder Fisch verpasst ihm etwas. Und es fehlt zumindest ein Brotstück, der längste Flug. Ja, wahrscheinlich einer der Vögel am Anfang. Gut, dann suche ich noch nach dem Brotstück, hole ich dazu. Und den Rest mache ich dann alleine. Aber cooles Level auf jeden Fall. Und wir haben es ja fast geschafft, in den Ozean zu kommen. Und da sind wir schon. Beim letzten Brotstück. Ich bin sogar teilweise den Weg gegangen. Aber ich denke, ich musste früher absteigen, weil ich länger in der Luft war und deswegen natürlich schnell Wasser brauchte. Aber damit haben wir es geschafft. Okay, schade. Ich dachte, die Möwe kriege ich auch noch. Aber vielleicht kein Risiko eingehen, denn gespeichert ist noch nichts. Ich muss es noch zum Checkpoint schaffen, sonst ist alles vorbei. Guter Trick. Kann ich mal bitte irgendwas davon entfernen jetzt? Danke.
Nein? Okay. Irgendwie ganz komisch gerade. So, da ist ein Checkpoint. Damit bin ich glücklich. Ja, wir kamen das letzte Mal von da. Sehr schön. Dann nur noch das Level beenden muss ich und dann war es das. Und dann schützen wir uns auch schon in das letzte Piranha-Level. Und dann sollten alle vier Freunde wieder vereint sein. Und damit, keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder. Keine Frage. Bis dahin. Ciao.